Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ein Video, was wir uns ganz, ganz lange aufgespart haben. Es geht um den Abarth. Wirklich krass, wie wenige es dann doch erkannt haben. Am Anfang haben wir noch ein bisschen drumherum gefilmt, am Ende eigentlich gar nicht mehr. Aber trotzdem sind relativ wenige von euch eingegangen. Und zwar, wir machen das Ganze einfach schnell. Wir haben den Abarth zerflext. Schon vorm Lackieren, damit es nämlich vernünftig wird. Weil ich habe mich dazu entschieden, das Auto einfach breiter zu machen. Achso, ja, Mike ist übrigens auch wieder da. Weil wir müssen nämlich nachher wieder was kleben, beziehungsweise ist immer noch da. Wir arbeiten uns hier Stück für Stück durch und es geht immer weiter. Muss. So, jetzt zur Thematik Abarth breiter machen. Ich hatte die Wahl, entweder Originalkarosse, dann aber jede Menge Ärger ständig mit Reifen, weil einfach diese Kante hier hinten das Problem ist, wo das Rad nach hinten einfedert, vorne dazu natürlich auch. Oder Variante 2 war, wir machen ihn einfach breiter. So, diese Entscheidung musste allerdings relativ früh her, weil wir ihn dafür hinten natürlich zerschneiden mussten. So, sage ich auch ganz offen und ehrlich. Wir haben hier komplett den Radlauf rausgeschnitten. Das heißt, komplett nicht. Wir haben von hier so den Radlauf ungefähr rausgeschnitten. Das heißt, der ganze Innenradlauf sitzt jetzt auch höher. Und dann haben Marius und ich, an der Stelle nochmal vielen Dank, Marius, mal wieder an deine Hilfe, hier diesen Blechstreifen eingesetzt. Wir blenden mal ein paar Bilder ein von damals, weil das ist mittlerweile auch schon ein paar Wochen her. Und das ist 1,5er Blech, dieser Streifen. Das Ganze ist richtig, richtig massiv. Warum diesen Streifen? Weil, jetzt kommen wir nämlich zu der eigentlichen Sache. Wir haben diese wunderschönen Vollcarbon-Verbreiterung. Auch von Carbostuff Engineering, wie auch die ganzen anderen Carbon-Teile. Ich war erst extrem skeptisch, weil ehrlich gesagt bin ich absolut nicht der Typ für aufgeschraubte Verbreiterung, Sichtcarbon-Verbreiterung und dann auch noch generell, man sagt ja zu dem Abarth auch so ein bisschen Elefantenfuß, um aus einem Elefantenfuß einen breiteren Elefantenfuß zu machen, ist irgendwie schwierig. Das ist wie, als wenn du eine Kugel noch kugeliger machen willst. Ne? So, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte Bock auf richtig breite Pellen auf dem Ding. Ich will mit dem Abarth auf der Rennstrecke richtig, richtig, richtig schnell sein. Und das geht leider nur, jeder von euch weiß es, breitere Spur, breitere Reifen. Speziell gerade an der Vorderachse, wenn man da Leistung fahren will. So, das heißt, diese Verbreiterung müssen da jetzt dran. Vorgearbeitet ist es alles, heißt geschnitten, durchgeschweißt von beiden Seiten, konserviert, abgedichtet vorm Lackieren, überlackiert, alles Taco. Schweller ist dran, das heißt, jetzt kann die Verbreiterung dran. Ich drücke die mal einmal kurz in die Hand, dann zeige ich euch nämlich einmal vorne. Vorne sieht das Ganze nämlich noch krasser aus. Vorne sieht man nämlich mal, wie viel hier eigentlich weggeschnitten ist. Hier fehlt wirklich so der halbe Kotflügel, immer noch ein Blechkotflügel. Lasst euch nicht von dieser Ecke irritieren, wir haben es erstmal auf Minimum geschnitten. Die kann ich natürlich jederzeit unter der Verbreiterung wegsäbeln. Und dann besteht dieses Kit einmal aus einer kleinen Ecke, die kommt hier vorne dran, zack, und diesem Radlauf, der kommt hier so rüber. Erst hat es mir, ich bin ganz ehrlich, ich habe wirklich meinen ganzen innersten Circle gefragt, wie sieht's aus? Alle haben gesagt, Sichtcarbon sieht scheiße aus. Sichtcarbon abgeholt sieht scheiße aus. Sage ich ganz ehrlich. Eigentlich war ich schon wieder kurz davor, die Dinger weiß zu lackieren. Aber ich finde, die Dinger haben es trotzdem verdient. Weil wir sind auf der anderen Seite schon ein bisschen fortgeschrittener. Das zeigen wir euch später. Ich glaube, so wie ich vorhabe, wie das Ding am Ende auf der Messe steht, ist jetzt schon wieder so viel Carbon dran, dass das ganz gut kommt. Der Kontrast ist schön. Das Weiß mit dem Carbon. Guck mal, das Dach. Die Erweiterung mit dem Weiß, das ist cool. Der schwarze Käfig. Ich find's klasse. Ja, also wir machen natürlich in dem Fall jetzt aus dem Ex-Auto von meiner Frau, machen wir jetzt wirklich so langsam ein richtiges Rennauto. Keine Frage, kein Mensch der Welt würde im Rennsport lackierte Sichtcarbonteile anbauen. Die würden, wenn dann, immer einfach nur matt bleiben, damit sie schnell getauscht werden können. Aber jetzt war das Jahr eh schon so fortgeschritten, dass wir eh nur noch Ziel hatten, Essen Motorshow, falls es stattfindet. Das heißt, wir haben uns dann gesagt, okay, alles klar.
Dann gehen wir den Step ab und versuchen das einmal in Sichtcarbon. Bin gespannt, wie eure Meinung am Ende ist. Gibt dem Ganzen auch wieder einen Tucken mehr Zeit, dass man es am Ende auf dem ganzen Auto sieht. Aber eins kann ich euch schon mal sagen, wir haben richtig Platz und richtig Fehler weg rausgeholt. Und das ist ja eigentlich für dieses Auto das Entscheidende. Warum soll ich mir das Leben schwer machen? Nächstes Jahr um jede Zehntelsekunde auf Rennstrecke kämpfen, wenn ich mit ein bisschen wegschneiden und ein bisschen Verbreitung ranschrauben, sofort, ich sag jetzt mal 2, 3, 4, 5 Zentimeter pro Rad hole. Ne? Weil das sind wirklich, das sind Welten. Das sind wirklich Welten. Okay, da kommen wir später im Video zu. Jetzt bauen wir die Dinger erstmal an. Normalerweise würde man hier eine Einziehmutter reinmachen und würde die von außen schrauben. So, wollte ich nicht, weil Einziehmutter, meine Erfahrung, gerade wenn dauerhaft Wasser drauf kommt, ist immer Gefahr, willst du nach einem Jahr mal abmachen, reißt ab. So, dann ist die nächste Sache, machst du sie vor oder nach dem Lackieren? Machst du sie nach dem Lackieren, hast du immer das Risiko, dass du irgendwo den Lack beschädigst. Deswegen auch nicht. Deswegen ist meine Version einfach eigentlich eine M5er Schraube. Löcher ein bisschen größer gemacht, dass da jetzt ein bisschen Spiel ist. Und einfach von hinten eine Mutter- und Unterlegscheibe und fertig. Weil man kommt halt wirklich ganz einfach vorne hinten überall ran. Schrauben bestellt, nicht angekommen. Deswegen gibt es jetzt bei uns aus dem Sortiment erstmal ein paar Alu-Schrauben. Ich würde sogar behaupten, die könnte man sogar verwenden. Leichter geht es auch nicht, weil so eine Kraft ist jetzt ja hier auf den Carbon-Dinger nicht drauf. Ist ja noch verklebt, von daher. Verklebt wird es auch noch. Ja. Aber hierfür reicht es erstmal. Ich bin wirklich gespannt, wie ihr darauf reagiert. Also, pass auf, Mike. Womit wir anfangen? Hinten oder vorne? Hinten, ne? Hinten, ne? Ist besser. Okay, pass auf, dann lege ich die mal hier wieder rüber. Und dann geht's los. So, pass auf, einmal eine Sache zeige ich euch noch ganz zum Schluss. Die kommt hier nämlich über den Schweller. Dann kommt die hier so. So drauf. Dir gefällt's, ne? René nickt nur. Wie Platz da ist. Ja, das zeige ich euch ganz am Ende. Wenn die gleich dran ist, zeige ich euch, boah, was da platzmäßig geht. Ich wollte euch eigentlich nur zeigen, warum diese Kante. Die hat einen Sinn. Und zwar, natürlich ist dieses Carbon-Teil, das kann relativ schnell reißen. Wenn wir uns überlegt, was machen wir, dass diese Verbreiterung A schön sitzt und B auch einigermaßen stabil wird. Und deswegen haben wir wirklich hier eine breite Kante angesetzt und haben dann immer weiter die Kante runtergefächert, bis sie richtig schön jetzt an dem Radlauf anliegt. Das heißt, diese Kante innen ist jetzt genau anliegend hier dran. So, das heißt, selbst wenn es mal ein bisschen Feinkontakt gibt, bricht das Ganze nicht sofort auseinander. Vorne würde es natürlich auseinanderbrechen, weil da ist einfach Hohlraum hinter. Aber hinten wird diese Kante schon ganz gut Stabilität reinbringen. Ne? So, aber jetzt guckt mal, wie weit ich meine Finger hier reinschieben kann. Das heißt, theoretisch kann das Rad bis hier federn. Ne? Das wäre ja eigentlich genau deine Golftiefe. Wie viel das ist. Es ist schon gut Federweg. Und das gerade, wenn ich will ja mit dem Auto auch schon mal ein bisschen Nordschleife fahren, da weiß man halt einfach, Federweg ist alles. Und den kriegen wir so hoffentlich. Ne? Okay, so Mike, jetzt zu dir. Erstmal vielen Dank für die ganzen Kommentare im letzten Video. Wir wissen jetzt leider, wie wir den Spoiler theoretisch platzieren müssen. Das heißt, eigentlich muss der Original-Spoiler ran. Da drüber ganz hoch muss der neue Spoiler. Der Carbonflügel. Genau. Wirklich guter Punkt, habe ich so gar nicht dran gedacht. Es geht wirklich bei dem Spoiler nicht um die Luft, die über den Spoiler geht, sondern der Spoiler hat seinen ganzen Effekt mit der Luft, die unten drunter durchgeht. Ja, das heißt, wenn wir am Spoiler Luft unten drunter durchgehen lassen wollen, macht es natürlich keinen Sinn, das auf der Dachkantenhöhe zu machen, sondern er muss höher sitzen. Jetzt ist das Problem, das ist natürlich, wie auch einige geschrieben haben, nach Reglement nicht ganz konform. Das heißt, da muss ich mich nächste Woche erstmal ein bisschen schlau machen, was wir so vorhaben mit dem Auto und wie er da sitzen muss, weil wir wollen jetzt natürlich nicht fünfmal anbauen. Nein. Was wäre dein Wunsch, wie wir sie anbauen? Also wichtig ist immer reinigen, ne? Beide Seiten reinigen, dann schleifen wir kurz die Carbonseite an, also rauen sie an mit dem Pad, reinigen nochmals, dann tragen wir den Haftvermittler auf, einen transparenten, um gute Haftung auf der Seite zu haben. Hier habe ich keine Sorgen mit, auf dem Lack, sondern auch nur auf der Seite. Und dann tragen wir den Klebstoff auf zwischen den Löchern hier. Ich habe es folgendermaßen gemacht, vielleicht eine andere, ich mache das mal so, man es sehen kann. Ich habe da so ein kleines Dreieck reingeschnitten, damit ich auch Kontakt habe, wenn ich hier auftrage auf der Verbreiterung.
dass ich hier gegenüber auch Kontakt habe. Du könntest auch hier so, oh, das wäre fast Verbreiterung gewesen. Eigentlich bräuchte so eine Kamera, so eine, du brauchst eine Rückfahrkamera. Mhm, besser wäre das manchmal. Dass du auf deinem Display siehst, was hinter dir ist. Ne? Vor allem gerade, wenn man so wenig Platz hat wie hier. Du könntest auch direkt bei QVC anfangen. Du machst das so schön so, mit den Händen. Nein, so, ich wollte einen Kontrast haben zwischen weiß und... Das sieht so gut aus. Ja, dann können wir hier das Ganze auftragen. Dann haben wir genug Material, dass das hier auch Kontakt ist auf der Gegenseite. Und quillt auch nicht viel raus. Und, So, jetzt muss ich noch einmal sagen, warum kleben? Natürlich wird die diese Verbreiterung auch ohne Kleben halten. So, aber jetzt muss man auch dazu sagen, das ist hier jetzt kein Prepack-Teil für Tausende von Euros, sondern das ist schon ein relativ, also das ist ein Handlaminat. Das heißt, das Teil passt zwar jetzt nicht ultra schlecht, aber es ist jetzt auch kein Teil, was wirklich so ranfliegt. Das musst du anpassen auf jeden Fall. Weil genau, wir haben es vorm Lackieren natürlich schon angepasst, dass das spannungsfrei drin sitzt. Sonst passiert natürlich sofort Folgendes, es entsteht sofort eine Beule. Wenn da eine Spannung drin ist, kommt sofort eine Beule raus. So, das heißt, das Teil liegt jetzt schon gut an. Für einen Rennsport würde jeder es so lassen. Ich mag es aber nicht, weil ich will es lieber ankleben. Ich mag es auch, wenn es schön anliegt überall ringsum. So, weil angeklebt kann man sich sicher sein, es liegt schon an. Wir haben natürlich einen Nachteil, wenn es angeklebt ist, dass man es nicht so schnell ersetzen kann. Aber das ist dann für den Fall der Fälle auch egal. Weil wir haben auch ganz lange drüber gesprochen, Marius und ich. Normalerweise wäre unser Stil gewesen, wir machen das Ding in Blechbreite. Weil dann würden wir nämlich die Form hinkriegen, die ich wenn dann gerne hätte. Ich hätte gern, wenn dann nicht gern diese, ich mache eine Kugel noch runder, sondern ich hätte dem Abarth wirklich richtig einen Radlauf gegeben. Das heißt, wir hätten richtig komplett das ganze Seitenteil rausgezogen und hätten quasi einen komplett neuen, weiter rausgestellten Radlauf. So, jeder von euch habt auch vollkommen recht mit. Ein Rennauto wird nicht in der Garage schnell, sondern auf der Rennstrecke. Das heißt, es wird auch mal was passieren. Es wird mal eine Leitplanke kommen vielleicht, es wird mal ein Gegner kommen, es kann alles kommen. Und wenn du dann 40, 50, 80 Stunden pro Seitenteil in einen Radlauf investiert hast, ne? Ja, dann kotzt du halt so richtig. Ne? Deswegen musst du da so eine Lösung dran, wo man einfach immer ein paar Reserveteile hat, die man da zur Not wieder ranflankt. Ne? Du kannst es schnell auf der Rennstrecke mal tauschen. Ne? Ja, mal schnell, schnell Radlauf wechseln. So, und wenn dann in dem Moment hier ein bisschen Kleber abgetragen werden muss, dann ist das das geringste Problem. Ne? Wenn es kaputt ist, reißt es runter, schneidest es weg so. Und machst das neue dran für dich. Schnellverschlüsse. So ungefähr. Okay, das heißt genau das gleiche wie beim Dach, da hatten wir es ja schon mal erklärt. Schleifen, säubern, Kleber drauf. Welchen Kleber nehmen wir? Ich nehme hier den Kraftkleber. Das ist hier dieser MS9221 in schwarz. Mhm. Da habe ich gute Erfahrung mit, gerade bei so einer Verklebung für Verbreiterung. Und ist auch zwei Komponenten? Ein Komponent. Okay. Aushärtung über Luftfeuchtigkeit. Mhm. Das heißt, dauert länger? Es kommt auf die Luftfeuchtigkeit an. Wie viel Temperatur hast du? Wie viel, naja, also mit länger meine ich, aber das wird niemals in einer halben Stunde oder Stunde oder so. Nein. Du hast eine Hautbildung, ja, okay. Aber das härtet ja von außen nach innen durch. Bleibt elastisch oder wird richtig hart? Ist hart elastisch. Hart elastisch. Okay, alles klar. Ich würde sagen, Unterschied ganz kurz zwischen hart elastisch und strukturell. Strukturell wird zum Beispiel das Dach verklebt mit dem 2K Epoxy, wo du halt total festen Klebstoff hast. Mhm. Und hier hast du halt einen hart elastischen, das ist halt eine Stufe weicher, sage ich mal, was aber noch nachgibt, aber trotzdem eine Härte hat. Wie bezeichnet man einen Scheibenkleber? Ist auch hart elastisch. Auch hart elastisch, okay. Tja, ich würde sagen, wir legen einfach mal los. So, wenn man jetzt schaut, ist der Klebstoff genau so hoch, dass wenn ich ihn andrücke, dass er nicht oben rausquillt. Und wenn er rausquillt, haben wir genug Klebstoff. Gehst du da unten hin? Philipp? Die Anziehung bitte. Aber da brauchen wir es ja, nicht. Ne? Da kommen wir rein. Alles klar. Wenn ich komme auf die andere Seite. Film mal bitte hier rein, damit zu zeigen mal, der Klebstoff hat Kontakt mit dem Untergrund. Alles perfekt. Das sind diese Dreiecksraupe.
Der Vorteil an geschraubten Radläufen ist halt, dass man einfach flexibler aber irgendwie so ist, ne? Weißt du, man kann da schon, ich glaub, das soll ich den Leuten einmal zeigen. Also man kann die schon verschieben, so festschrauben, wie man es gerne hätte, aber jedem anderen würde das so reichen. Aber man sieht halt hier minimal, dass es da so ein ganz bisschen absteht. Und deswegen ist eigentlich auch der Kleber drunter. Dass du es jetzt einmal fixierst. Schön, das kann man schön verschieben hier. Kann man schon als Gegenlager nehmen. Stützt sich da ab und da drückt dagegen. Das ist geil, ne? Weil man überlegt sich immer, wie kann ich hier ein bisschen Kraft draufwenden mit 8x Klebeband und Abstützen. Klebeband, Holz und dann, ne? Machst du von Band von da nach da und dann. Aber so, zack, ist das Ding da dran, ne? Jo. Da ist was rausgekommen, das ist sehr gut. Ja, sauber machen können wir in Ruhe. So, das war Schritt 1. Jetzt muss ich mal hier gerade die Teile kaufen. Jetzt kommt das zweite Teil. Dieses Teil, finde ich, ehrlich gesagt, rundet auch dieses ganze Bodykit am Ende irgendwie ab. Weil gerade dieser Übergang hier von Weiß-Carbon mit dem Schlitz, das finde ich eigentlich schon ganz geil. Mit dem, wirklich sexy. Mit dem fetten Endrohr da drin, ne? Ja. Und auch irgendwie, hier stand ich auch neulich mit Marius vor und habe darüber diskutiert, wie wie Fiat wohl auf die Idee kam, einfach mal ein Rücklicht zu machen, wo in der Mitte eine lackierte Fläche ist. Aber irgendwie ist cool. So, ne? Irgendwie hat das was, ne? Ja, so, hier haben wir Folgendes gemacht, weil das wird eine entscheidende Ecke hier sein. Diese, wo es am Ende schleifen könnte. Wir sind jetzt erstmal zuversichtlich, dass es nicht schleift. Deswegen haben wir hier einfach zwei Verschraubungspunkte reingemacht. Um halt wirklich diese Ecke an der Stelle nochmal zu verschrauben. Es kann natürlich sein, dass ich am Ende leider wegschleifen muss. Denk dran, Carbonschleifen, Maske. Dann haben wir auch nur noch folgende Wahl. Sollten wir die Kante hier wegschleifen müssen, weil das Rad wirklich selbst hier hinfedert, ja, dann können wir nur mit einer Aluplatte beiden Teile miteinander verkleben irgendwie. Also, ne? Ja. Weil so ein bisschen Stabilität in die Ecke, muss hier definitiv auch noch rein. Oh, die passt doch gut. Ja, ja, klar. Guck mal. Das passt richtig. Boah, schön Klebstoff drauf, liegt hier schön an. Gut, ich fixiere noch ein bisschen einmal ganz kurz. Passt. Und fertig, ne? Ja, okay. Dann machen wir jetzt noch kurz mit der Ecke und dann kommen wir auf den nächsten Punkt. Ja, die Pizza macht heute auch noch ihren Dienst. Resteverwertung hier. Mike, das ging doch eigentlich recht. Also da hat sich auf jeden Fall bezahlt gemacht, dass wir es vor dem Lacken alles gut angepasst haben. Ja. Weil das sitzt schon echt. Das sitzt schon echt schön. Geil. So, jetzt müssen wir das gleiche noch vorne machen. Wir springen mal auf die andere Seite, weil wir können hier jetzt gerade nichts machen. Das muss jetzt erstmal so aushärten. Und deswegen zeige ich euch erstmal, worum es hier eigentlich geht. Also, Folgendes kann ich euch anbieten. Das waren vorher die 7x17 OZ, die ich letztes Jahr gefahren war. Da war ursprünglich ein 205er Reifen drauf. Jetzt habe ich schon die Version mit 215. Das ist diese. Dann habe ich schon mal aufgezogen ein 225. Der ist schon mal nochmal einen Tucken breiter. So, und auch nochmal einen Tucken höher. Schon krass, ne? So, das ist eine 7x17 Felge. Jetzt zeige ich euch aber, was ich am Ende eigentlich fahren will. Hier haben wir die gute ProTec. ProTrek, so ist richtig. Kennen viele so von den ganzen Rennstrecken. Ist aktuell ziemlich viel auf den Rennstrecken unterwegs. ProTec One heißt die. Sehr leicht für 9x17. Das zeigen wir euch jetzt einmal. Lasst euch jetzt nicht von dem Gold irritieren. Ich habe den Christopher angeschrieben von ProTrek und der hat einfach mal eine Felge geschickt, so zum Anpassen. So, das ist jetzt eine 9x17 ET30. Kilo. Ist jetzt nicht ultra leicht, aber für eine 9x17 ist das schon ein gutes Gewicht. Aber das ist halt krass. Guck mal hier, wie einfach ich die oben drauf schwinge. Die ist halt wirklich 7x17, 9x17.
sind 51 mm breiter. Schon viel, ne? Mhm. So, pass auf, und jetzt zeige ich euch nämlich mal, wie viel Platz wir hier effektiv gewonnen haben. So, diese Felge kann ich jetzt Plug and Play montieren, weil ihr erinnert euch, 4x100 Radnaben. So. Und jetzt zieht euch mal rein, wie viel Platz da immer noch ist. Gut für die Kante felgen könnte. Also sollte am Ende ziemlich perfekt darauf passen. Hinten ohne das Sandscheiben. Wenn das Ding jetzt einfedert, sitzt das schon ganz gut. So, wir haben jetzt erstmal die Carbonkante noch relativ breit gelassen. Die kann man natürlich noch schmaler machen. Aber wenn man sich das mal überlegt, wir gehen von einer 7er. Mal gucken, wie gut ich jetzt im Kopf rechnen bin. Ich meine, das war eine 7x17 ET38. ET38 auf 9x17 ET38 wären 2,5 cm weiter raus plus 8 ET. Das heißt, wir sind bei 33 mm mehr Spur pro Seite. Das heißt 6,5 cm, 6,6 cm Spurbreite in der gesamten Erde. 7 cm. Das sind wirklich Welten. Und das sage ich, wird sich auch im Fahrverhalten extrem bemerkbar machen. Also bei mir am Golf hat es sich bemerkbar gemacht. Ich bin vorher eine 8,5 gefahren und war jetzt eine 10er ringsrum. Und das fährt ganz anders. Genau, und hier reden wir jetzt davon, du wärst von 8,5 auf 10,5 Zoll gegangen. Mhm. 2 Zoll halt, ne? So, weil halt einfach das ganze Auto auf der Querachse gesehen viel mehr Hebel kriegt, ne? Und somit viel besser, also viel weniger Kraft links-rechts hat. Mhm. Beziehungsweise viel mehr Kraft. Kommt auch, ob man jetzt das innere oder das äußere Rad sieht. Ne? Ja, heftig. Pass auf, ich muss noch einmal ein vorderes Rad anschrauben, um euch zu zeigen, wie verloren dieses Rad da drin aussieht. Sieht man da so ein bisschen, wie verloren das Rad ist? Mhm. Ich hole mal einmal einen Wagenheber. Ja. Ich würde mal sagen, Platz ist da. In allen Bereichen. Krass. Aber jetzt sieht man genau, was ich gerade ausgerechnet hatte. 3,5 cm, 33 mm. Wenn man die hier drauf rechnet, ist man bei der neuen Felge. Das sind eher 45, würde ich sagen. Aber das passt schon. Also ich sage, wenn wir mit dem Auto schnell werden wollen, war das genau der richtige Step. Das ist ja geil. Muss ich mal einmal was zeigen. Diese Achsen, kleine Exkursion. Diese Achse, McPherson nennt sich das. Das heißt, ihr habt ein stehendes Federbein. Mit diesem stehenden Federbein wird gelenkt. Das heißt, ein Querlenker oben, ein Querlenker unten, oben das McPherson Federbein. Achtet mal drauf, wenn das Rad einfedert, wie der Sturz reinkippt. Wenn du so drauf filmst, wird der Sturz jetzt gerade noch recht normal sein. Jetzt achtet mal jetzt gleich drauf, wie das Rad wegklappt. Mhm. Erkennt man das auf dem Display? Ja, klar. Wir können ja mal rückwirkend machen. Ich glaube, das sieht man noch besser, wenn ich jetzt weglasse, wenn ich es ein bisschen schneller mache. Sieht man richtig, wie das Rad so rauskommt beim Runterlassen, ne? Krass. Okay, ja, Wahnsinn. Wahnsinn! Platz ist da. Sieht schon gemein aus irgendwie, ne? Mhm. Also irgendwie, wenn ich jetzt dann doch so vorstehe, passen die Radläufe schon irgendwie zu dem Auto. Also es ist jetzt nicht so, dass es so komplett unstimmig ist. Ich finde es eigentlich schon ganz geil, weil es ganz gut passt. Hier den Reifen noch drauf. Ja, einen fetten Reifen, natürlich keine goldene Felge. Die Zeiten sind vorbei. Bin mir noch nicht ganz sicher, weiß, schwarz, grau, bräunlich, passend zum Carbon. Ja, das werdet ihr entweder im nächsten Video sehen oder spätestens auf der Messe. So, jetzt wisst ihr auf jeden Fall, wir haben den Abarth breit gemacht, über 6 cm in Summe.
Vom Blech her sind es eigentlich sogar 4 cm pro Rad. Von der Spur her werden wir ungefähr bei 65 sein. In diesem Sinne, vielen Dank, Mike, mal wieder. Ja. Wir machen jetzt die andere Seite noch in Ruhe fertig. Und nächste Video beschäftigen wir uns, glaube ich, mal wieder, oder nicht mal wieder, nochmal mit, egal, ich verrate es noch nicht, aber auch das nächste Video wird wieder technisch und gut. Und danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.